Fusionsreaktoren wären toll, denn sie würden uns unendlich viel emissionsfreien Strom erzeugen und wir hätten ein riesiges Problem weniger. Nur sind die Dinger nicht gerade einfach zu bauen. Denn, vereinfacht gesagt, versucht man da drin eine künstliche Sonne zu erzeugen, die, wie die echte Sonne, ihre Energie aus der Kernfusion bezieht. Kernfusion, WTF, unter dem Druck der Schwerkraft verschmilzt Wasserstoff zu Helium bei rund 15 Millionen Grad Celsius. Und dieses Prinzip versucht man seit Jahrzehnten vergeblich künstlich nachzuahmen. Doch jetzt gibt es einen kleinen Fortschritt. Denn in Südkorea haben Wissenschaftler für unglaubliche 20 Sekunden einen Reaktor bei einer Ionentemperatur von über 100 Millionen Grad Celsius zum Laufen gebracht. Hört sich nicht lange an, lässt aber Wissenschaftlerherzen höher schlagen. Denn das ist eine Verdoppelung der Bestmarke von 2019.